Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play DayZ. Diesmal mit einem Szenensprung, weil ich muss ehrlich gestehen, meine Festplatte ist vollgelaufen und wir haben da was verloren. Aber es war nicht so tragisch, denn wir waren eh nur ein bisschen am Looten hier im Prison in der Nähe und haben deswegen auch eine schöne neue Waffe gefunden und leben glücklicherweise noch. Das ist natürlich schon die halbe Miete, ich zeige sie mal. Ja, da haben wir ein tolles neues Gerät, die gute AKM mit Trommelmagazin sogar, also 75 Schuss passen da rein, da treffe ich selbst irgendwas. Und dabei sind der Bronze, der sieht jetzt ein bisschen anders aus, der hat sich jetzt in so eine Rennklamotte geschmissen. Gibt halt einen kleinen Schnitt, ja, schön blau. Der Dennis, ne, ist auch hier. Guten Tag. Der Currywurst, der so Hallo. Schön rumwinkt, ja, die Lady Currywurst. Wir kennen ihn ja auch als die Puffmutter. Und da irgendwo auf dem Hügel hängt der Major mit neuem Mikrofon, ne? Ja, hallo. Wow, jetzt hat er eine richtig mögliche Stimme. Ja, und wir sind hier auf der Prison Insel. Es gab schon eine Konfrontation im Off irgendwie, die ich leider auch nicht mit aufgenommen habe. Da gab es echt ein paar Probleme. Ja. Beim Dennis gab es auch Probleme, ne Dennis? Ja, bei mir war das so, ich habe mich folgendermaßen angehört. Ja, bei den ganzen also Folgen völlig übersteuert, ne? Irgendwie. Genau, ich war so mega übersteuert, aber haben mir manche sogar gar nicht geglaubt. Aber war tatsächlich so. Und es hat sich einfach nicht gelohnt, da eine Folge rauszuhauen. Deswegen haben wir dann nochmal ein bisschen was Eigenes aufgenommen, aber nichts Spektakuläres. Ja, ich hatte ja auch gesagt, hau meine Folge raus, aber meinst ja nie, mach mal lieber was Eigenes. Und das ist ja auch ganz gutes cool. Gameplay zeigen. Ja, klar. Alter, mein Skill-Pro-Gamer-Gameplay. Yo, aber eins muss ich noch kurz sagen. Wir sind ja gerade hier auf dem Server gekommen, der auch schon ein bisschen sich füllt. Oh, guck mal. Naja. Ja, ist noch nicht so voll. Sich langsam. Nee, aber es wird. Mhm. Und das Ding ist, gegenüber von uns ist ja der Sniper-Hügel, da befindet sich ja der Major und der gibt uns ein bisschen Rückendeckung. Und dort war vorhin jemand, der schon auf uns geschossen hat, aber der Major hat ihn glücklicherweise ausgeschaltet. Derjenige hatte ein rotes oder pinkes Raincoat an, deswegen haben wir den entdeckt. Aha, also das, was du letztens noch anhattest, quasi. Ja. Ne? Also genau. Der Curry hat ihn entdeckt. Ich dachte auch erst, das wäre der Major gewesen. Er war am Snipen. Dann sag ich so, ja, wer sitzt denn da auf dem Leuchtturm? Und dann Leute, der Major so, das bin ich gar nicht. Ganz kurz, PvP, Event Today, Balota, 20 Uhr. Oh. CET, was ist denn CET? Ja, das weiß ich gar nicht. Eine Zeitangabe. Ja. Keine Ahnung. Muss ja ganz kurz, das ist Central. Braucht jemand noch einen Rucksack? Braucht noch jemand 30? Central East Time oder so? Müssen mal schauen, welches das ist. Das ist doch, ist das nicht unsere sogar? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. 20 Uhr wäre nice. Können wir direkt mal uns da anschließen, oder? Wobei wir den Sarazar immer noch als Paket durch. Ja, bei so einem Dings. Leute. Bei so einem Dings. Gefängnis? Ja, ich bin beim Gefängnis. Wir spotten hier gerade ein bisschen. Ich probiere mich da jetzt langsam ranzutasten. Ja, braucht ihr noch was zu essen oder wie sieht's da aus? Ich brauche eine Weste und einen dringend neuen Rucksack. Mein kompletter Rucksack ist im Eimer. Im Prinzip haben wir jetzt halt nur eine Waffe und Essen ein bisschen gefunden. Nur um das mal zu erklären. Achso, ich renne gerade ins Prison rein. Obwohl, ja, das ist eh nur ein kleiner Rucksack. Nee, lieber einen großen, also das lohnt sich, weil der Seesack hat ja schon einen Slot. Ein Raincoat, nun könnte ich auch einen neuen gebrauchen, meiner ist schon ruined. Und das kleine Schütz ist auch ein bisschen, oder? Ich bin dann noch hier hinten bei diesem Baracken. Ihr rennt gerade rüber, ne? Ich bin drinne, aber wir haben ja auch schon gespottet, der Major, und er meinte, da ist wahrscheinlich keiner im Gefängnis, deswegen bin ich jetzt mal ein bisschen forscher vorgelaufen auch. Oh, Binoculars, die kann ich mal mitnehmen. Wobei, wir haben das gesagt, weil als wir auf dem Server gekommen sind, da waren wir noch relativ wenig, ne? Also muss schon ein bisschen aufpassen. Ja, stimmt, hier reloggen sich auch welche, das ist halt auch das Problem. Ja. Eben. Die können jederzeit hier auftauchen. Hab ich da einen Schuss gehört? Ich nicht. Links? Ich auch nicht. Okay, kann sein, dass es was anderes war. Also Mensch, ich bin noch bei den drei Baracken, ne? Weiß ich Bescheid. Okay, weiß ich Bescheid. Aber hier ist alles zu im Prison. Das ja, ich gucke auch mal die Prisons durch, aber irgendwie findest du nie in den Gefängniszellen irgendwas. Ich meine, das ist ja auch. Nee, die Zellen brauchst du gar nicht durchgucken. Am besten halt diese Essensräume oder diese Eckenräume. Genau. Weil bei den Zellen findest du meistens immer nur Bücher und Handschellen, ne? Am besten ist die hintere Etage, dachte ich mal kurzzeitig. Major? Ja? Brauchst du so einen Clip-Loader für die Mosin? Das wäre super. Okay, ist eingepackt. Wir liegen auch Binoculars. Ich bin im Essensraum. Ja, der Essensraum ist natürlich auch gut, aber Essen, ich suche am besten. Am liebsten wäre mir jetzt echt so eine coole Weste. Ja, die findest du meistens, oder ein Trommelmagazin. In der Prison vorne. Boah. Hast du nicht schon eins? Wenn du, ja, ich habe eins, aber ich kann auch gerne ein zweites gebrauchen für die Waffe. Ich kann dir aber noch Munition dafür geben. Ah, super, ne? Das wäre top, das wäre richtig gut. Dennis, brauchtest du jetzt eigentlich noch Muni? Ja, ein Magazin bräuchte ich noch für die AK-74. Hast du ein Magazin habe ich auch noch für Valor? Ich habe eins, aber wie viel hast du für denn? Die AKM hast du noch ein Magazin? Das wäre natürlich prickelnd. Genau, ich kann dir halt ein prickelndes Erlebnis. Ja, das wäre super, Curry.
Aber so, dass du auch noch genug hast, ne? Ja, ich bin... Ja, ich habe ein Magazin drin und einen halt auf Reserve. Ich finde das so cool. Könnte ich Lehe machen und dir das geben. Das Gefängnis auch mal einfach nochmal so bei Tageslicht so ein bisschen mehr zu erkunden. So richtig, das ist halt so groß, ja, dass man... Ah, guck mal, den Raum hier, checken wir auch mal ab. Ah, das ist der Essensraum, ne? Ja, da können wir auf jeden Fall fleißig nochmal Trinken einpacken. Gibt's auf jeden Fall viel Loot auf dem Server. Das sieht man auch immer direkt, ne? Ja. Wenn du reinkommst, dann liegen nicht tausende Bücher auf dem Boden. Ja, das Ding ist halt, wir haben jetzt auch nicht so viel verpasst, wie gesagt. Wir haben eine AKM. Haben jetzt den Makarov sogar einen Schall... Stimmt, Schalldämpfer habe ich auch noch gekriegt, jetzt auf der Makarov. Und wir haben ein bisschen mit den Schalldämpfern, das habt ihr zum Ende der letzten Folge auch noch gesehen, rumhantiert, mit denen, die man selber bauen kann. Das sollte man vielleicht nochmal kurz erklären. Genau, mit einer PET-Flasche, da machst du dann noch ein Ducktape. Ducktape, genau. Hat jemand von euch gerade getrunken? Ja. Okay. Im Essensraum bin ich gerade da mehr richtig, okay, schön am Stabulieren. Ich setze mir jetzt mal, du meintest ja vorhin wegen den schwarzen Mützen, ne? Ich habe jetzt hier einen schwarzen Helm gefunden, den kann ich mir mal aufsetzen. Ja, vielleicht, wir wollten ja wieder eine Uniformierung haben, damit wir uns nicht ständig verwechseln. Und ja, zumindest die Kopfbedeckung. Schwarzer Helm ist auch gut, wenn wir einen finden und die dann alle schwarz färben, dann vielleicht alle so einen normalen Helm anziehen. Das wäre eine gute Sache, ja, glaube ich. Ja, genau. Weil wir Halodris verwechseln uns sonst eh wieder. Weil das ja keine Seltenheit ist, ne, dass Leute schwarze Helme haben, das müsst ihr auch bedenken. Ja, das stimmt. Aber wenn wir alle halt eine schwarze Helm-Ausrüstung haben, ist es erstmal schon recht sicher, dass das einer von uns ist. Oh, roter Mountain-Backpack, wenn du den brauchst. Könntest du mit mir... Ja, dann kann ich auch den Seesack behalten eigentlich, oder? In den hinteren Teil des Prison gehen. Der ist zwar ruined, aber... Ja, ich bin hier immer noch bei den Baracken, also ich... bin schon im hinteren Bereich. Ist auch mal nur meine Schrotflinte. Hinterhof ist soweit eigentlich clear. Die MP133. Ja, aber die ist echt schlecht, glaub mal. Ja, die Schrotflinten sind irgendwie in dem Spiel eh schlecht, habe ich das dumpfe Gefühl. Ich bin jetzt auch in den hinteren Teil am Gehen. Ich bin unten. Ah, guck mal. Ja, wenn du eine AK mit Trommel hast, dann ist das ja schon mal super. Hi, komm, ich nehme mal lieber die Military Boots mit. Hi. Hi. Schau dir hier mal in der Ecke irgendwo. Hier wäre ein Gasoline-Kanister. Ein bisschen Sprit. Schau dir hier mal ein AKM-Magazin raus. Ja. Gasoline. Ah, Curry, ich brauche kein Magazin mehr. Ich habe gerade eins gefunden. Ist das auch für die AK-74? Jo. Das ist okay, Gold, super. Ne? So goldenmäßig braun, ne? Ja, ja, also du hast Schüsse gefunden jetzt, meinst du? Guck mal, weil ich hab dir mal das Magazin hier rausgehauen. Wo bist du denn? Schuss. Ich sehe dich gar nicht mehr. Weiß ich. Ja, hinter dir. Also 30 Round AK-74, dieses braune, ne? Genau. Hier liegt's? Genau, auf dem Boden irgendwo? Hier, genau hier. Ne? Ah, da. Ich seh's. Da ist das gute Stück. Ja, geil. Super. Da freue ich mich doch. Ich habe auch noch Munition für dich, weil ich geb dir gleich. Boah, geil. Kannst du dich mit Tod ballern. Will wer meinen Fishing-Hook haben, weil der passt nicht mehr in meine Tasche. Oh ja. Und den Rangefinder könnt ihr, glaube ich, auch besser gebrauchen als ich, oder? Ich glaube, der Major hat einen schon, oder? Ja, ich habe schon. Wir brauchen keinen. Alter, hier liegt eine. Okay, dann tue ich den auch. AK-74 und ganz viel Essen und auch noch eine Shotgun und eine MP5. Ist ja ein Paradies hier, der Server, du. Ja, super. Ist ja ein richtiges Paradies. Immer. Oh, Schlaraffen. Hier oben liegt sogar noch ein Magazin für Walle, aber ich denke mal. Ja, zwei werden reichen. Jetzt, ich glaube auch. Magazine kannst du. Das könnte ich vielleicht noch mitnehmen, weil ich habe noch Platz. Also falls ihr keinen Platz mehr habt, dann aber kann ich das... Aber ist das für die AKM? Moment, das muss ich mir jetzt gerade mal reinziehen. Welchem Raum bist du denn gerade? Wo ist der? Das ist hier oben, ist das. In der Unterführung, dieser Zwischenraum. Und dann nach oben gehen. Ich bin übrigens ein bisschen verschnupft, nur zur Information. Komm mal mit. Gute Besserung. Ja, nee, falls ich mich komisch anhöre, aber danke dir, Curry. Information. Parallel Information. Guck mal hier. Oh, parallel Information. Gibt dir eine Munition, bleib mal stehen. Ah, guck mal, hier liegt da noch was. Übrigens, genau, das ist ja noch ein alter Schwede. Guck mal hier, ich hab dir Munition gedroppt jetzt hier direkt, ne? Ah, cool, ich tausche. Die AKM ist das natürlich ein Traum hier, ne? Aber für die 7-4, ey. Brauche ich ja gar nicht. Weil 7-4 ist schwer, ne? Ja. Also ich brauche unbedingt einen besseren Rucksack, Menschenskinder. Ich kann das gar nicht alles mitnehmen. Geil. Magazin oder was? Ja. Super. Komm, ich mach hier mal die Racks draus. Ich hab auch noch eins für die 101, aber ne? Die habe ich jetzt nur weggeschmissen. Ich muss meinen Teddybär, obwohl der hat mir bisher immer Glück gebracht, seitdem ich den dabei habe, lebe ich gut. Ich glaube, ich muss den Elektroschocker tatsächlich loswerden. Das kannst du doch nicht ernst machen. Ich mache den Teddybär mit, oder ich was? Ich habe den Teddybär habe ich die ganze Zeit dabei. Das ist mein Glücksbringer. Ach so. Das Wire, die Handschellen kann ich auch hier lassen, dann nehme ich die Batterie noch raus. Ich habe den Elektroschocker. Ist aber geil. Ich habe den aber hier lassen müssen. Ich habe ja eine Axt. Ich brauche den nicht. Ich habe auch noch einen zur Not. Kannst du den mal ausleihen? Na gut, wenn ich den Dennis wieder in den Hintern brutzeln muss, ne? Bin übrigens hydrated, energized und healthy. Ja, bin ich auch. Ganz hellgrün. Ja, aber so, das ist immer scheiße mit dem Regen. Guck mal, hier ist noch ein Magazin, wenn du eins haben willst. Ich bin trocken.
Oder was ist das? AK-101 Magazin. Ah, jetzt wie ist denn das bei der Polizeiuniform? Ist die auch wasserdicht? Na, ich weiß, ich glaube nicht. Lieber, also den Raincoat, lieber einen kaputten Raincoat mitnehmen. Sonst hast du Hunger auf Tunfisch. Ist der ruined? Oder ja. Ist der ja, aber das geht trotzdem. Auch ruined geht ja noch, schützt ja noch vor Wasser. Nee, sonst hätten wir den vielleicht noch reparieren können. Nee, leider nicht. Nee, leider nicht. Der ist mittlerweile schon ziemlich durchsiebt worden. Boah, Alter, was hier alles gibt. Können Sie den machen? Curry, du hast genug Essen, oder? Ja, ja. Okay. Alles voll hier. Ist, ja, ja, ja. Raincoat habe ich hier auch noch, Leute. Falls jemand haben. Was hieß der Brunze? Hier liegt noch eine AKM, aber ich weiß nicht, Alter, ob wir... Alter, was ist denn hier los plötzlich, ey? Die AK-74 das Schlaraffenland. Wo liegt denn hier eine AKM? Hier links, guck mal. Ach da, krass. Nee, ist doch egal, oder? Machen die so einen großen Unterschied? Ja, ich glaube, ich nehme lieber Essen als ein Fernglas mit, oder? Ja, die AKM haut mehr rein, sicher, aber hat auch einen Rückstoß wie sonst was. Ja, ich habe halt die AKM auch, ne? Ja, da, die ist halt nur auf Nähe vernünftig, eigentlich. Ja. Sind halt verschiedene Munitionstypen auch, ne? Aber dann rasiere ich die alle weg. Ah! Boah, Alter. Was ist denn, Alter? AKM. Er rastet aus, ey. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ey, wie krass die Schüsse sich anhören wie Arma-Schüsse. Ja, das ist ja auch im Prinzip Arma, ne, wenn du so willst. Nee, sonst hat die AKM sich immer anders angehört. Ich trau mich auch nicht, die Seeds wegzuwerfen. Die Seeds. Ja, und das Messer will ich auch gern behalten. Wer weiß, wann wir das nochmal brauchen. Mensch. Warum kriegst du denn Sitz? Ich brauche dringend. Bitte anschauen. Ja. Ich brauche dringend einen neuen Rucksack, Freunde. Na gut. Da liegen ganz viele rum, ne? Aber welchen hast du denn jetzt? Den roten Seesack. Momentan? Und der ist kaputt, oder ja, der was? Ist kaputt, aber der hält zwar noch klarerweise die Sachen drin, aber der hat halt auch nicht so viele Slots, ne? Fehlt also ja. Ich würde vorschlagen, dass wir ja uns mal auf den Weg nach Balota machen. Vielleicht gucken wir mal, was die da beim PvP-Event machen. Oh Gott, bist du sicher? Ja, was machen die da wohl? Bestimmt nicht Hallo sagen, ne? Nee, aber wir müssen ja nicht mitmachen. Aber wir müssen ja nicht mitmachen, klar, wenn wir da rumstehen. Nein. Sagen die auch euch, lassen wir in Ruhe. Nee, wir gehen da rein und sagen, wir sind nur Zuschauer, Leute. Ja, wo sind die Tribünenplätze? In der VIP-Loge. Wir haben nicht mal, also der Mensch mit dem neuen Mikro kriegt auf jeden Fall gute Plätze, glaube ich. Oh ja? Das können wir gern machen, ne? Wieder am Turteln hier, der Major, ne? Da läuft einer über die Brücke zu euch, Leute. Das bin ich gewesen. Okay, nee, schieße ich. Wer ist das? Ach, ich habe gerade gehört, weil der TS kurz unterbrochen. Nein. Das ist ein Feind. Okay. Ich glaube, der hat dich schon auf dem Pieker. Den werde ich feinden. Oh Mann, Alter. Jetzt geht das schon wieder los. Hier. Alter Schwede. Ach so, an alle Spieler, die bei DayZ Abstürze haben. Es gibt jetzt einen Startparameter, den könnt ihr eingeben. Ich kann euch den leider gerade nicht aus dem Kopf sagen. Einfach mal googeln. Max, bla bla bla. Also da könnt ihr euch. Max Memory. Genau, und da Max könnt ihr dann 2000, und was gibt man da ein, Major? 2000? Ja, da gibt man eigentlich 2 GB einen MB, aber ich würde das nicht machen, ne? Wenn aber meine es hilft gegen Abstürze, also bei mir hat es jetzt immens geholfen. Wer sagt denn das? Das haben viele Leute in die Community geschrieben, in die Kommentare geschrieben. Ach so, okay. Bei mir hilft das echt gut. Also ich hatte jetzt seitdem ja keinen Absturz mehr. Ja, aber ist das nicht so, dass dann deine Grafikkarte nur 2 GB... Nutzteil für das Spiel, obwohl 2 GB sollten auch reichen. Hi. Ja, eigentlich hast du recht. Ich habe auch 4 GB angegeben, aber da hatte ich Ruckler dann. Mehr Ruckler als davor. Okay, es gibt keine Weste halt und keinen Rucksack, glaube ich. Ich glaube, wir sollten weiterziehen, oder Freunde? Ja, wir sollten uns vielleicht auf dem Weg nach Balota machen. Alles klar. Du willst echt zu dem PvP-Event, ey. Das wird dann in der nächsten Folge wahrscheinlich ein Spektakel. Wir könnten auch Richtung NW. Ja, vielleicht schauen wir da mal vorbei. Vielleicht schauen wir da einfach mal vorbei und gucken mal, was da so abgeht. PvP-Event. Und dann machen wir jetzt hier mal einen kleinen Schnitt, weil zum Schwimmen wollen wir euch echt nicht mehr mitnehmen. Ich glaube, das ist ein bisschen lame. Wo seid ihr denn? Es dauert 7 Minuten oder so. Ja. Wir sind schon draußen. Seid ihr schon über die Brücke? Ja, wir sind gerade. Rücken vor! Go, go, go! Wir schwimmen ja sowieso immer nackt drüber, das wäre auch nicht so geil. Fire in the hole! Find's geil. Der Dennis hat wieder Feuer im Loch. Unser Razzer eskaliert wieder, ey. Muss ja mein Geld verdienen. Naja, wir gehen ein bisschen planschen. Schwimmt mal lieber. Oh, ja? Ja, ich wollte nur sagen, das schwimmt lieber in Richtung Kamenka. Jo. Direkt auf den Berg zu. Weil das ist halt die Standardroute, die man benutzt. Alles klar, Major, wird gemacht. Vielen Dank, Curry. Kein Problem. Bis nachher, Major. Tschüss, Major. Tschüss. Jo, tschüss. Ja, wir planschen jetzt doch ein bisschen noch mit euch hier, weil Balota ist ja direkt um die Ecke und jetzt beginnt ja auch das Event schon, das PvP-Event. Wo wir nachher DET auftreten werden. CET war das, ne? CET. Ah, ich hab nochmal überlegt, gerade ganz spontan. Ha 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 ha!
Ja, das ist natürlich Central European Time. Eingefallen. Ja, echt, ey. Natürlich zentrale europäische Zeit. Natürlich, ja, wow. Genau, ach, wie Mann, die Greenwich Mean Time, Alter, die in den Meridian durchläuft bei da irgendwo in Großbritannien. Das weiß ich aber sogar. Aber ich muss sagen, bei CET stand ich eben auf dem Schlauch kurz. Das ist aber natürlich klar, ja, aber Central European Time. Ich hab ja Gott sei Dank in mein Lexikon geguckt und da stand das dann. Ja, voll peinlich. Deine Überleitung war ein Traum gerade wieder. Ah. Du bist der Beste. Er sagt zu mir, ich muss noch mal Schauspieler nehmen. So, wir sind jetzt hier auf jeden Fall wieder schön am Planschen. Unsere Klamotten sind I'm rapidly cooling off. Ja, also es sieht gar nicht so lecker aus. Ich kann irgendwie nicht so schnell mehr schwimmen. Nein. Das finde ich ein bisschen schade. Mensch, hab mich angelogen. Was denn? Warum? Meine SK ist jetzt weg. Okay. Nein. Wer beamt sich denn hier rum? Alter, hier hat sich doch gerade jemand rumgebeamt oder habe ich da jetzt irgendwie falsch was gesehen? Oh nein. Ja, du, Curry, ich beamst dich gerade zurück, Alter. Was? Das war Scotty. Du bist gerade bei mir voll weggebeamt, ey. Nee, also bei mir geht der ganz normal. Warte mal, das muss ich mir... Oh, warte mal. Ich habe gerade so einen komischen Schatten auch gesehen. Guck mal, hier ist einer dann so... Und dann hinter dem Busch, ne? Ich dachte, das wäre einer von euch. Wollte ich so hinter dem Busch gehen, da stand da keiner. War vielleicht ein Lag oder eine Player Morgana. Warte mal, jetzt müssen wir ja gucken, dass wir unsere Klamotten hier auswingen, ne? Ach, das kann ich ja eh nicht mehr. Kann das sein, dass das Fireplace-Kit irgendwie verbuggt ist? Nee, du musst, auswringen. Du musst, ja, wegen Satöschen. Wie heißt denn das nochmal? Du musst einen Rack reintun, das hatte ich mit Curry letztens auch. Ja, hab ich ja. So, ja. Ist ausgewogen, mein Höschen. Alles, ne, alles. So, da sind wir darüber geschwommen gerade hier schön. Auch deine Wollmütze. Und los geht's, komm Leute, wir können keine Zeit verlieren. Hast du müssen mal Lothar Leute töten. Die Wollmütze? Na, mache ich, komm. Aber ich bin eh nicht cool. Ja, wenn schon, denn schon. Ja, mit dem Mützchen. Nur safe is safe, weißt du? Der nimmt das ja nicht mal ab, das Mützchen. Ja. Ja, das sagt dann immer so einen Zauberspruch auf. Und so das orangene Haus, ja, komm mal Mützchen, da rein. Mützchen, okay, ich komme. Bring dich aus. Major, kurzer Statusbericht. Captain Major. Major reicht. Ja, ich bin in dem orangen Haus und hab hier ein Lagerfeuer. Oh, schön. Jawohl. Oh, da können wir uns ein bisschen ab zum Grillfest. Aber wir müssen da jetzt halt auch rüber, ne? Es wird bestimmt richtig übel enden. Ja, ja. Es sind noch ein paar Leute gejoint. Also das wird noch interessant. Jetzt hier auf diesem Spektakel. Und bei Lothar ist hier direkt quasi um die Ecke. Das gute alte Airfield. Und beim Airfield bin ich natürlich denkbar schlecht ausgerüstet, weil da geht's ja voll um Reichweite und AKM ist nicht so geil. Oh ja, nicht unbedingt. Ich campe einfach im... Wir haben ja immer noch den Major, der dann uns aufklären kann. Ne? Ah ja. Vielleicht sollte aber auch einer zum Major gehen, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Spots, die guten Sniper-Spots, nicht nur der Major besuchen wird. Das stimmt. Das stimmt. Da schicken wir die, ja, mit der Uniform ein Mann immer als Deckung. Mit der Uniform hat der ja super eben geklappt. Mit der Uhrzeit wird auch bestimmt hier wieder super klappen. Es wird weiterhin eine Katastrophe, dieses Let's Play, ich sag's euch jetzt schon. Wir werden nur mit Ach und Krach und viel Glück die Situation überleben. Aber es ist halt so. Ronzo sieht auf jeden Fall sehr gefährlich aus mit seinem babyblauen Helm. Ja, der UN-Mann. Sieht echt so aus, ja, als ob der geholfen hat, die Ukraine einzunehmen. Nee, also den zu beschützen, Alter, das ist ein UN-Helm, du Vogel. Ja, aber guck dir mal die Hose an und alles. Ja, ja, wohl stimmt, die ukrainischen Soldaten, weiß ich jetzt, was du meinst, ne, weil die auch so blaue Uniformen haben. Ah, Putin ist ein Kumpel von mir, ne? Was ist das eigentlich für aber der Logik? Hast doch ein UN-Helm. Komm, ich zeig dich mal gerade Bronze. Bleib doch mal stehen. Hier. Damit ihr wisst, worüber wir auch reden. Er muss einmal stehen bleiben schon. Guck hier. Original. Muss er mal stehen bleiben. Originale. Aber ich habe jetzt einen Raincoat an. Ja, das ist ganz meine gut. Meine schöne Uniform ist weg. Oh, es tut mir leid. Aber Raincoat. Oh, Major! Ja. Ich habe nur ein bisschen hier rumgerufen auf der Straße. Aber ist schon da. Ja. Oh. Wir kommen. Die Gang ist incoming. Welches, aber ich nehme mal lieber wieder die Waffe in die Hand. Das richtige Haus ist es das hier. Können wir das gleich noch was essen aus und alles und dann geht's los in klopf, den Kampf. Klopf, klopf. Ernsthaft, Curry? Mach dir einfach die Tür vor unserer Nase. Boah, Alter, steht erstmal so ein Feuer. Ja, die Tür da fast reingelaufen. Ist natürlich auch sehr unauffällig, das Feuer. Setzt euch hin, Leute. Ja, in so einem Haus einfach. Boah, erstmal ein bisschen aufwärmen. Ich gucke aber mal lieber hinten raus, so. Nicht, dass da noch irgendwas passiert und wir werden vom Sniper weggeschnippelt. Curry, wo hast du die Schutzweste denn her? Die habe ich bekommen. Ich will auch so eine Schutzweste. Ist die neu? Das ist keine Weste, sondern so eine Schussweste. Was hab ich denn gerade gesagt? Du hast Schutzweste gesagt. Dann hast du doch auch gesagt, dass es Schussweste. Schusssichere Weste. Ja, ist doch eine Schutzweste. Ja, ist doch eine Schutzweste, oder? Aber du hast Schutzweste gesagt. Hä? Ja. Ja, das ist doch, rede ich gar nicht durch.
Das Rächer und ich unterhalten uns anscheinend auf Türkisch gerade, weil der Curry es nicht aber versteht. Aber ne. Warte. Ach so. Ne, schon gut. Ne? Ist okay? Was bist du da, Bronze, Alter? Was bist du denn am rumfriemeln? Ja, ist okay. Ich bringe die ganze Zeit allen Scheiß aus hier. Soll ich trinken nochmal ein Colachen gerade? Ich bringe auch mal meine Hose aus. Man kann sich nicht hinhocken, wenn man trinkt. Das ist ja schlecht. Das stimmt. So, aber die Cola lag hier einiges drum. Ausrenken. Oh, mein schöner, toller. Weißt du, der macht hier ein Feuer hin und verschwindet einfach. Ja, der ist mysteriös. Ja, ein Sniper muss immer unentdeckt bleiben. American ja. Major. Guck mal. Er bewacht uns. Dennis, ich sag nur Mustafa, ne? Hallo. So. Curry, was ist denn los? Alter. Ich mach ein bisschen Training. Ja, gleich fängt dann aber mal wieder zu nein, ja, gleich ist dein Gesicht wieder am Glühen, mein Freund. Wir haben das du kannst ja jetzt nicht mehr ins Feuer laufen. Das ist ja Vorsicht, da hinten war ein Spieler. Echt? Da hinten ist ein Spieler. Nee, das bin okay. Ich. Okay. Aber gut guck mal, wie der Curry sich erstmal hinlegt, so, weißt du, der Lappen. Ja, was denn? Soll ich mich ans Fenster stellen und winken oder was? Sollst du dir in die Arme rennen? So hast du Fenster gucken und F1. Wie die da drin stehen, ey, wie so eine Klasse. Ja, komm mir nicht zu nah, aber ich schieß dir in die Hand. Du backst aua. Peng, peng. Ja, warte, guck mal hinter dir. Okay. Hello people. I'm friendly, super friendly in the world. Super friendly of the world. Yeah, I'm so friendly. Super friendly. He's super friendly. Oh, Auto, Truck. Ja? Oh, schon. Ja. Also, mach das Feuer aus, Alter. Geh doch mal raus, Mann. Alter, ich crash. Truck, tatsächlich, ein Truck kommt. Leute, ihr müsst das Feuer ausmachen. Okay, ihr kommt hier hin. Leute, die Bude brennt. Lass das Haus abfackeln. Scheiß drauf, braucht keiner mehr. Okay, wir verteilen uns, Leute, wir verteilen uns. Sollen wir den mal anhalten? Ja, okay, klar. Ja, den halten wir an. Wir fahren links rum. Okay. Ganz Ende der Stadt. Hilf mich mal eben. Das geht bestimmt in die Hose. Okay, Major, du bist Man, ne? Oh, nee. Der fährt, glaube ich, rüber. Bug-User. Oder? Fährt er jetzt auf die Insel, oder was? Ja, der ist an der Küste. Ist, wenn wir denn auf die Reifen schießen, Major? Sollen wir nicht auf die Reifen? Gerade, warte mal, er ist stehen geblieben. Es wurde gesagt, die können weiterfahren. Der ist stehen geblieben. Da ist er, der ist vorne, der kommt zu uns. Oder? Ja. Nee. Haltet euch mal schön. Haltet auf zur Mauer. Schön versteckt. Ja, mal kurz unentdeckt bleiben. Oh, da wird's noch richtig spannend. Oh, Alter, ihr seid schon so weit vorne. Er steigt aus. Okay. Wartet, Leute, geht noch nicht rein. Nicht direkt ballern, ne? Er kommt zu uns, er kommt zur Stadt, oder? Wo denn? Nee, er ist jetzt hinter der Mauer. Er ist hinter der Mauer, direkt an der Gleise. Er hat uns gesehen, glaube ich. Er spricht doch mal mit dem. Er spricht mit uns. Mal mit dem, hey! Ja. You're friendly? Seid ihr freundlich? Ja, wir sind freundlich. Oder Deutsch. Hey! Wir kommen raus. Hi. Hallo. Nicht ich. Nee, tun wir nicht. Hi. Alles gut. Hi. Guten Tag. Guten cool. Tag. Wer bist du denn? Wir sind noch ein paar mehr hier. Warte, wer war das denn, der da hinten geredet hat? Ey, seid ihr wirklich Sarat? Warte mal. Seid ihr Sarat, ja? Ja. Wir sind Sarat. Ihr seid alle Sarat. Ey, hat jemand von euch ein Messer dabei? Hallo. Nein, hallo. Ich hab vorhin... Hi, ihr könnt den Truck auch haben von mir aus. Jetzt ernsthaft? Jo, du bist mitten in der Aufnahme sogar. Kannst gerne wen grüßen. Hi, ja, ich grüße auf jeden Fall den LGVT-Clan und die Leute hier vom RKK-Server. Hi. Genau, auf dem sind wir nämlich drauf, auf dem RKK-Server gerade, am Zocken eine kleine Runde. Ja, wir... Ja, sehr lustig. Ja, mein Kollege ist in Balota und der wird gerade festgenommen von 4 Leuten. Und ich wollte eigentlich gerade mal da vorhin... Na, hauen wir doch mal rein! Kommen wir direkt mit. Ja, go. Die UN ist unterwegs, okay. Wir haben sogar einen dabei, der sieht wirklich so aus. Wir retten ihn! Aber unter einer Bedingung, alle können nicht mitfahren, Leute. Bist du denn super friendly? Ja. Ich bin super friendly. Also, okay, dann ja. Los geht's. Ich bin definitiv friendly. Sorry, ich folge dir gerade. Ne? Ja, ich seh's. Okay, der Major ist hier unser Major, der gibt den Ton an immer. Ja, aber ich würde mal sagen, wir können das ja mal in der nächsten Folge zeigen, oder? Wie es weitergeht. Ja, das ist ein Kumpel, Mann. Wollen wir einen Truck hier lassen? Ich würde sagen, dann rennen wir in der nächsten Folge da mal rüber. Und schauen uns das Ganze an und gucken mal, ob wir die Kumpels rausholen können. Wie war denn der Name, Alter, nochmal? Alles klar. Cooler Name, alles klar, Jungs. Dann wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play DayZ. Bis dahin. Tschüss. Ja. Ob wir die Freunde von Alles klar rausholen können, das wird sich in der nächsten Folge entscheiden. Aber super, dass wir da mal einen freundlichen Spieler getroffen haben. Liebe Grüße auch an dieser Stelle an Alles klar und die ganze Truppe hier auf dem Server.
War lustig, mal mit euch zu spielen. Und schön, dass es nicht direkt im Gefecht ausgeartet ist. Und wir dann auch ein bisschen kommunizieren konnten. Auch wenn wir ihn natürlich wahrscheinlich direkt erschossen hätten. Ja, gut, dass er sich gemeldet hat. Naja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und gucken mal, wen wir da aus dem Gefängnis von Balota befreien.